Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind zurück auf dem Schiff. Wir haben das Schiffslogbuch und das Schiffsmanifest. Das haben wir mittlerweile und sind jetzt auf dem Weg zurück zur Oberfläche. Allerdings ist Ham mittlerweile auch da. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen Weg durchschießen. Bisher hat es ganz gut geklappt, bis auf die eine Stelle, wo wir irgendwie nicht durch diese Säulen durchschießen konnten. Der Gegner war schon. War irgendwie seltsam, aber egal. Hat am Schluss doch noch geklappt. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir da unterwegs. Die Frage, wo ich habe, ist, schaffen wir es auch wirklich zu entkommen? Oder werden wir doch noch geschnappt und sind am Schluss auf diesem Harm-U-Boot, das wir ja gesehen haben in der Sequenz? Könnten wir da das beides vorstellen, dass beides passiert? Hier geht's weiter wahrscheinlich. Genau, das war zu. Dann mussten wir, glaube ich, hier lang. Ja, da bin ich nicht mehr rechtzeitig ausgewichen. Ah, der ist neu. Wir sind ja vorher da lang gekommen. Hier war zu, glaube ich. Hier war, glaube ich, zu. Da war man nicht. Dann gehen wir wohl mal hier weiter. Könnt mir gut vorstellen. Das ist der andere Weg mittlerweile. Ach, Mist. Könnt mir gut vorstellen, dass der andere Weg mittlerweile zu ist oder so irgendwie. Weiß so. Gehen wir nicht hier lang? Von hier sind wir ja gekommen. Wir haben einfach nur diese Halle. Wir haben einfach nur diese Halle gerade mit den Haien quasi umgangen. Aber der Weg hier ist auch versperrt. So, von da kam man. Das hier ist neu. Müssen wir hier lang gehen. Halle mit Hain ist vorbei. Ah, guck mal. Eine Rüstung. Das ist nicht verkehrt. Und ist das die Stelle, wo eingestürzt ist? Nee, ich glaube nicht. Ei. Kommen wir da doch noch vorbei? Ah, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Krumpf. Nee, da kommen wir wohl nicht vorbei. Okay, aber wo geht's denn dann lang? Nach oben hätte ich gesagt. Aha. Es gibt doch irgendwo immer einen Weg hier. Ich schätze mal hier rein, oder? Der jetzt gerade, habe ich jetzt aus Versehen die Zwischensequenz übersprungen? Ich glaube schon. Verdammt. Das war ich eigentlich nicht beabsichtigt. Glück gehabt? Ei, eher nicht. Mir wurde aufgelauert. Aufgelauert? Ja, durch Taucher.
Die kam aus dem Nichts. Hast du hier oben nichts bemerkt? Keine verdammte Luftblase. Naja, ich habe, was wir brauchten. Zurück zur Küste. So, ja, dass ihr den Ding abgebrochen habt, das war ein bisschen blöd, aber hat geklappt. So, Ziele erreicht. Weg aus dem Frachter suchen, Kapitäns Logbuch nehmen und Schiffsmanifest nehmen. Ich würde sagen, diese Mission hat diesmal doch geklappt. Spion 11 von 15. Nur 4 Wurf übersehen haben, finde ich doch gar nicht mal so schlecht. Außendienst-Sicherheitsmedaille verliehen von der United-Versicherungsabteilung für Außendienste. Okay, sehr schön. Endlich ein Erfolg. Überfällig und nicht gerade glänzend. Ab zum Strategieraum zu einem Situationsupdate. Vielleicht gibt's doch noch ein Fünkchen Hoffnung. Boah, sind die immer so fies. Melde dich im Gebiet für erweiterten Feldtaktiken. Ja, klar. Ich glaub's nicht. Sie ist schon wieder zu spät. Wo ist das verdammte Luder? Gönnen Sie eine Pause, Smithy. Verdammt nochmal zu spät. Es gibt neue Entwicklungen. Ich habe von dem Monte Carlo-Zwischenfall gehört. War das Harm? Ja, Sie haben nur Ihre Befehle ausgeführt. Was Sie wissen ist, dass am 19. September 1967 genau um 17 Uhr Greenwich Mean Time der Club-Metropole Monte Carlo Monaco zerstört wurde. 47 Personen dabei ums Leben kamen und über 100 verletzt wurden. Was Sie nicht wissen ist, dass der Grund der Explosion keine Bombe war, sondern ein Mensch, Commissioner Maurice Albert. Weil Sie ein wenig mit den Forschungen von Dr. Otto Schenker vertraut sind, können Sie sowohl die Plausibilität als auch die Bedeutung dieses Vorfalls nachvollziehen. Wie wir gezeigt haben, besitzt unsere Organisation HARM die Formel für eine biologische Waffe, die so mächtig ist und eine so hohe Zerstörungskraft besitzt, dass niemand auf diesem Planeten vor ihr sicher ist. Es sei denn, unsere Forderungen werden erfüllt. Das ist unmöglich. Ich bin mir sicher, dass Sie die Liste mit unseren Forderungen erhalten haben. Ihnen bleibt genau eine Woche, um unsere Forderungen zu erfüllen. Wenn das Ultimatum überschritten wird, sehen wir uns gezwungen, Sie zu disziplinieren. Wir haben bereits prominente Personen in 3 Dutzend Metropolen der Welt infiziert. Das nächste ahnungslose Opfer wird am 26. September um genau 6 Uhr explodieren. Geschätzte Opferrate? 1 Million Menschen. Die sind verrückt. Alle weiteren Opfer werden im Abstand von 6 Stunden danach explodieren. Wenn unsere Bedingungen erfüllt wurden, werden wir Ihnen die Liste mit den infizierten Personen zukommen lassen, auf der auch die nötigen Mengen des Gegengiftes vermerkt sind, die die Katastrophe verhindern können. Da die von uns gesetzte Deadline von der chemischen Zusammensetzung des Reagenz abhängig ist, haben Sie mehr Zeit, das Antiserum zu verabreichen, wenn Sie unsere Bedingungen früher erfüllen. Ich versichere Ihnen, dass Sie weder das medizinische Verständnis besitzen, um die Infektion zu diagnostizieren, noch das technische, um sie zu bekämpfen. Deswegen ist es in Ihrem eigenen Interesse, keine kostbare Zeit zu vergeuden, um solchen nutzlosen Vorhaben nachzukommen. Darüber hinaus wird jeglicher Versuch Ihres Geheimdienstes, HARM, in die Quere zu kommen, bitterlich bestraft werden. Und damit Schluss. Eine Puppe? Lassen Sie sich nicht vom Überbringer dieser Botschaft täuschen. Die Situation ist gefährlich. Sie wollen, dass wir eine Menge Vielleichts glauben. Vielleicht haben Sie die Wahrheit über Monte Carlo erzählt. Vielleicht sind die Konsequenzen so bitter wie vorhergesagt. Vielleicht gibt es ein Antiserum. Vielleicht erfüllen Sie Ihre Versprechungen, wenn wir auf alles eingehen. Ich bin ebenfalls Ihrer Meinung, Agent Archer, aber in Anbetracht der wenigen Zeit, die uns bleibt, sollten wir Sie beim Wort nehmen. Beim Wort einer Puppe? Wie lauten Ihre Forderungen? Mr. Smith? 50 Millionen Pfund Sterling. Australien und einen internationalen Feiertag. Gelobet sei der Harmtag. Kapier ich nicht. Wahrscheinlich soll an dem Tag Harm gepriesen werden. Nicht das mit dem Feiertag, die Forderungen. Wir können sie ganz klar nicht erfüllen. Harm will, dass wir versagen. Quatsch. Sie mögen verrückt sein, aber Sie sind nicht völlig irrational. Warum sollten Sie Forderungen stellen, wenn Sie nur Chaos und Zerstörung anrichten möchten? Vielleicht erwarten Sie eine Teilkapitulation. Dann würden Sie bekommen, was Sie wirklich möchten. Die 50 Millionen Pfund Sterling und das Recht, uns zu bestrafen, weil wir nicht alle Forderungen erfüllen konnten. Und es ist offensichtlich, dass es Sie juckt, Ihre Geheimwaffe auch weiterhin einzusetzen.
Sie haben kaum die Erfahrung, um solche Spekulationen anzugehen. Archer mag richtig liegen, aber Harms Motive sind irrelevant. Wir müssen sie aufhalten, endgültig, ohne Kapitulation, ohne Kompromisse. Was ist mit Ihrer Warnung? Nochmal, wir müssen sie beim Wort nehmen. Deswegen müssen wir überlegt und entschieden vorgehen. Unsere Ziele sind klar. Wir müssen die Liste der infizierten Personen holen, das Antiserum in die Hände bekommen und Dr. Schenker finden. Und Volkov? Er ist nur dann eine Bedrohung, wenn er weiß, was wir vorhaben. Wenn unsere Theorien über Agent Laurie stimmen, sollte Volkov kein Problem mehr sein. Und was, wenn unsere Theorien nicht stimmen? Dann möge Gott uns beistehen. Ich hoffe, wir haben noch einen besseren Plan als diesen hier. Was ist mit den Informationen, die wir vom Schiff mitgebracht haben? Die Container, die Sie fotografiert haben, waren nicht im Schiffsmanifest aufgeführt. Was nicht weiter verwunderlich ist. Wie auch immer, das meiste der Fracht auf dem Schiff war auf dem Weg zu einer Chemiefabrik in Südengland. Nichts, was uns weiterhilft. Sei es, was es sei. Es ist besser, als einfach rumzusitzen und abzuwarten, ob Archer in Bezug auf Harms Absichten recht hatte. Was ist mit dem Logbuch des Kapitäns? Unbrauchbar. Shit. Erzählen Sie uns etwas über die Chemiefabrik. Sie gehört Dumas Industrial Enterprises. Dumas? Wie in Baron Archibald Dumas? Was wissen Sie über ihn? Nur das, was in der Zeitung steht. Offensichtlich ist er ein Eigenbrötler, der die meiste Zeit damit verbringt, auf Großwildjagd in Afrika und Südamerika zu gehen. Niemand weiß viel über ihn, außer, dass er die Firma vor über 10 Jahren von seinem Vater geerbt hat. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie rausfinden, ob und wie er mit Harm in Verbindung steht. Und wenn er es tut? Alles nacheinander. Versuchen Sie erst einmal eine Audienz bei ihm zu bekommen. Verschaffen Sie sich ein Bild von ihm. Wir müssen wissen, mit welcher Art Mensch wir es zu tun haben. Am häufigsten trifft man ihn in der Chemiefabrik. Es gibt auch noch ein Büro im Norden, aber er scheint dort nicht viel Zeit zu verbringen. Was immer Sie unternehmen, verraten Sie nicht Ihre Tarnung. Wir müssen Harm unbedingt überraschen. Verstanden. Ich habe das Gefühl, dass wir ganz nah sind. Wenn sich dieser Hinweis bezahlt macht, ist das ein wichtiger Schritt Richtung Sieg? Ja, da hat er vollkommen recht. Der Maulwurf, den wir haben, und ich glaube nicht, dass es Bruno gewesen ist, der Maulwurf. Der Maulwurf, der macht mir doch ein bisschen Sorgen. Weil wenn es nicht Bruno war, wie gesagt, ich nehme nicht an, dass das war, dann haben wir noch einen weiteren Maulwurf. Und dann weiß Harm, dass wir... immer noch was dagegen machen und ihre Forderung nicht erfüllen. Aber ich bin Gates Ansicht, wahrscheinlich wollen sie tatsächlich nur einen Teil davon haben und Unity dann bestrafen oder so. Auch diese biologische Waffe, also wo in Menschen drin sind, dass die Menschen zu Bomben werden, ist doch eine sehr perfide Waffe. Wir haben ein umwerfend gutes Parfum für dich entwickelt. Es lässt Opfer, die in seinen Wirkungskreis gelangen, kurze Zeit erblinden bzw. orientierungslos werden. Pass auf, dass du es nicht versprühst, wenn du Gegenwind hast. Ja, okay, probieren wir mal aus. So. Der sieht nichts mehr. Dieser kleine Kerl hier ist eine unserer raffiniertesten Erfindungen. Der P421 Hundeüberzeuger. Aha. Du startest ihn mit einer herkömmlichen Startleine und setzt ihn dann auf den Boden. Unter Einsatz seiner hervorragenden olfaktorischen Sensoren sucht der P421 den nächsten Hund in seiner Reichweite und entlässt eine Wolke mit Pheromongas, das Hunde beider Geschlechter liebestoll macht. Ziemlich sinnvoll, um aufmerksame Wachhunde abzulenken. Setze den Roboterpudel ein, um den Wachhund abzulenken. Okay, probieren wir mal. Aus. So, und der Hund macht jetzt nichts mehr. Oh, der ist verliebt. Das ist ja mal wieder eine krasse... Das ist mal wieder eine krasse Sache hier. 0 von 0 Gegenständen, das heißt, es passt. Es ist möglich, dass Baron Archibald Dumas irgendwie mit dem Verschwinden von Dr. Schenker zu tun hat. Es liegt jetzt in deiner und Agent Goodmans Hand,
diese Verbindung offen zu legen, wenn es sie denn gibt. Im ersten Schritt gilt es, den Baron persönlich zu treffen und sich einen Eindruck zu verschaffen. Was immer du tust, behalte deine Tarnung. Alles klar. Infiltriere Baron Domes, suche nach Beweisen zur Verbindung zwischen dem Baron und Harm. Shepard ist gut, das ist gut. Betäubungsgas. Ja, ich denke, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Wir sollen ja auch geheim vorgehen. So, Sonnenbrille ist Pflicht. Das ist Pflicht. Die Haarspange nehmen wir natürlich mit. Robotpudel. Wenn wir jetzt schon so einen gekriegt haben, heißt es, wir haben es hier auch mit Hunden zu tun. Ah, die Münze und vor allem die Gürtelschnalle wäre auch nicht schlecht. Aber ich denke, wir lassen das so. Die Haarspange will ich auf jeden Fall drin haben. Und den hier wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Wenn wir nichts mit Hunden zu tun hätten, dann, dann hätten wir es jetzt auch nicht gekriegt. Dämpfer, Zielfernrohr passt. Ja, dann starten wir mal die Mission. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Wir haben eine Verabredung mit Baron Dümer. Tut mir leid, aber sind Sie sicher, dass der Termin heute war? Montag spielt der Baron normalerweise Golf. Dienstags und donnerstags ist Tontaubenschießen dran, mittwochs Angeln und Freitagnachmittags Backgammon. Hört sich ausgebucht an. Wo ist da Platz für Termine? Seine Lordschaft behält sich den Freitagvormittag zwischen 11 und 11.15 Uhr für geschäftliche Angelegenheiten vor. Tja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Termin heute war. Könnten Sie bitte noch mal im Kalender nachsehen? Natürlich, aber das wird nichts ändern. Der Baron hat einen ziemlich engen Terminplan. Oh je. Würden Sie mich einen Moment entschuldigen? Die Arme. Das sollte Sie für 10 Minuten beschäftigen. Armes Mädchen. Okay, warte hier sicherheitshalber. Ich werde das Büro des Barons suchen und sehen, ob ich irgendwas Wichtiges finde. Ich habe eine bessere Idee. Du wartest hier und ich sehe mich um. Oh nein, Honigschnute. Denk dran, was letztes Mal passierte. Kopf oder Zahl? Zahl. Kopf. Du hast verloren. Honigschnute. Nochmal. Sei kein Spielverderber. Na gut, aber pass auf. Wenn du gesehen wirst, ist die Mission zum Teufel. Wenn der Baron merkt, dass du in seinem Büro warst, ist die Mission zum Teufel. Wenn du jemanden verletzt, ist... Die Mission zum Teufel, weiß ich. Denk dran, was ich gesagt habe. Ja, da ist es doch ganz gut, dass wir das Betäubungsparfüm dabei haben. An alle Dumas-Mitarbeiter, wir sind darauf aufmerksam geworden, dass Mitarbeiter entzündliches Papier, Zigarettenstummel und Streichhölzer im Abfalleimer der Firma werfen. Das ist feuergefährlich. Bitte unterlassen Sie das. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, ist es zwar noch keine 20 Minuten rum, aber fast. Aber ich denke mal, das wäre ein ganz guter Zeitpunkt für einen kleinen Break. Und in der nächsten Folge infiltrieren wir dann das ganze Ding. Abschießen dürfen wir auch keinen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ziemlich schleichen. Und dürfen nicht gesehen werden. Das kriegen wir schon hin. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.